Artikelnummer SCP-048. Objektklasse: keine. Siehe Beschreibung. Sonderverwahrungsverfahren: die Kennzeichnung SCP-048 ist aus dem SCP-Katalog zurückzuziehen. Keinem zukünftigen SCP ist diese Nummer zuzuordnen. Beschreibung: SCP-048 wird von SCP-Angestellten seit langer Zeit als die, Zitat, verfluchte SCP-Nummer angesehen. Jeder Artikel, dem diese Kennzeichnung zugewiesen wird, neigt dazu, zerstört, ausrangiert, gestohlen oder auf andere Art und Weise für die Foundation verloren zu gehen. In der Regel lässt sich hierfür keine individuelle Schuld feststellen. Zusätzlich gibt es aufgrund von Tod, Zerstückelung und Disziplinarmaßnahmen einen 50% höheren Personalumsatz für Mitarbeiter, welche SCP-048 in seinen verschiedenen Inkarnationen zugewiesen wurden. Ob die Zahl 048 tatsächlich etwaige übernatürliche Eigenschaften aufweist, ist unbekannt. Aber aufgrund des Aberglaubens, der diese Zahl inzwischen umgibt, wurde die Kennzeichnung aus dem Katalog entfernt, um die Mitarbeitermoral aufrechtzuerhalten. Anhang 1. Das ist doch lächerlich. Ich werde euch abergläubischen Bastarden beweisen, dass ihr alle nur ein Haufen Angsthasen seid. Die Einschränkung von SCP-048 wird aufgehoben und Daten gelöscht. Zugewiesen. Dr. Cortez. Anhang 2. SCP-048 wurde versehentlich in den Müll geworfen und verloren. In einem unbeteiligten Zwischenfall wurden Dr. Cortez' Arme in einem schrecklichen Kantinenmixerunfall auf brutale Weise amputiert. SCP-048 wird geschlossen. O5-11. Anhang 3. SCP-048 wurde, nachdem es sich als erwiesen herausgestellt hat, dass es weder ein Vampirschiff gegeben hat, noch es jemals unter Kontrolle der Foundation war, erneut aus den Archiven entfernt. Es wird im Moment angenommen, dass dieser Fehleintrag darauf zurückzuführen ist, dass ein Forscher mit niedriger Sicherheitsstufe den Versuch unternahm, seine, Zitat, geile Story-Idee auf seiner Festplatte zu speichern, stattdessen aber den leeren Platz, welcher für SCP-048 vorgesehen ist, überschrieben hat. Besagter Forscher wurde bis auf Weiteres von allen archivarischen Aufgaben entfernt. O5-11.